haben das mit Varanath. Nein, die Erklärungen dazu. Halte für Anflugkurs halten aus. Nein. BNK ist dann da drunter und das ist. Zeig mir nichts an. Okay. Schalter für Gierdämpfer halten aus. Nein. Und sonst ist da nichts. Es müsste einen Schalter geben, dessen Bedeutung sagt Schalter für automatische Leistungskontrolle. Such den. Finde ihn. Schalter für Gierdämpfer? Schalter für Autopilot? Nee. Kurswähler auch nicht. Ich habe jetzt mal die Störklappen auf. Yes, das Flight Detent. Sehr cool, wusste ich gar nicht. Gestellt, damit sie. Irgendwo muss ich bestimmt was vergessen haben. Also egal. Warte, ich. Google ist dein Freund und meiner natürlich auch, deshalb google ich das mal gerade für dich. EVS. Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Die Leute müssen nicht mehr angeschnallt sein. Nee, das war's falsche. Was wäre? Hauptwarnleuchte. Ja, du suchst jetzt schon in deinem Cockpit rum, das wird sicher lustig. Ja, ich guck gerade alle möglichen Schalter aus der oberen Reihe. Jetzt gucken wir mal unten. Steht da Eierbeats? Nee, ne? Ekierbats. Was mit Batterien? So, was haben wir noch? Ah, da unten habe ich die Lichter. Okay. Apropos Lichter, die kann ich natürlich jetzt auch schon seit einiger Zeit ausmachen, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Ich fliege gerade mit 268. Ach, du bist sehr weit weg, fällt mir gerade auf. Du hast. Gibt es einen Schalter mit der Aufschrift IAS bei dir? IA, was? IAS. Yes. Wohl, das ist das Cockpit von dem FS9 Dingen. Nee, das ist. Hier ist nix. Du meinst das nur in der oberen Reihe, ne? Ja, natürlich. Nee, da ist nix. Da habe ich JD blöd. Für Gierdämpfer, APP. Aber es müsste eigentlich AT. Was gibt's denn, was heißt denn AT? Gibt's das bei dir irgendwo? Das ist ein richtig peinliches Rätselraten gerade, das ist natürlich nicht so schön für mich. Und wenn irgendwer sagt, du müsstest dann da etwas weiter drüber oder etwas weiter drunter klicken, nimmt das. Ja, das Problem ist, ich habe das Learjet-Cockpit nicht komplett im Kopf, deshalb. Jetzt, Alter, ich habe mal gerade einfach mal alles mögliche angeklickt. Mein Flugzeug dreht sich gerade. Ja, nicht so gut. Nicht gut. Ja, nicht gut. So. Kannst du den Schalter von Speed selbst anklicken, also wo du die Geschwindigkeit drehst? Ja, kann ich machen. Soll ich ihn mal auf 0 stellen? Nee, natürlich nicht. Also ich will jetzt mal was ist, wenn du draufklickst auf den Schalter? Ach, jetzt geht's Ding an. Siehst du? Weißt du, was ich gemacht habe? Das Ding auf 0 gestellt. Ich habe das eben schön weit immer weiter runter gedreht. Ja. Ein bisschen die ganze drehen lassen. Ja. Und wahrscheinlich war das gerade irgendwie ein Bug. Jetzt geht's. Okay, das ist so gut. Auch wenn mein Dingen gerade irgendwie. Stetig die Nase runternimmt. Kannst du mir mal erklären, warum mein Ding jetzt die Nase runternimmt, oder? Auf der Höhe. Du erreichen wolltest. Ich glaube nicht, wenn er 30.000 Fuß eingestellt hat. So, NAV, AP, SPD. Das ist Schalter für Höhe halten. Ach, der Schalter für Höhe halten ist ausgegangen. Ups. Ja, das ist natürlich eine Idee. Ich hab drauf geklickt, das genau sind. So, jetzt weiß ich immerhin, dass es alles ist. Und ich kann L drücken, damit das Licht ausgeht. So, zurücklehnen und das schlafen. Das nächste
Projekt, was ich angehen werde, ist natürlich hier das FMC, mit dem man ja eigentlich navigiert und seine Waypoints aufsetzt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Ticken komplizierter, denn da muss man mit Anflugplänen arbeiten, mit noch ganz vielen anderen Sachen, die dann wirklich noch viel komplizierter sind als der Kram, den ich jetzt mache. Der ist für mich auch schon kompliziert genug. Hab da zwar jetzt schon Routine drin, aber bei manchen Flugzeugen mag der ILS-Anflug immer noch nicht klappen. Denn, ja, keine Ahnung, wenn er den Gleitpfad findet und dann will er einfach nicht, ja, sinken. Keine Ahnung, ganz komisch. Und auf jeden Fall das Modell und vor allem das ein bisschen modifizierte 3D-Cockpit, was auf jeden Fall cool geworden ist, von, was ist denn, ich glaube, Project Open Sky oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, von wem das Flugzeug nochmal ist. Ist auf jeden Fall wirklich sehr gelungen. Okay, hier, das ist ein bisschen verbuggt, aber kann man natürlich nachsehen. Hey, man kann ins Cockpit rein, Fahrerkabine, in die Passagierkabine, leider nicht, schade. Max, du kannst ruhig was Gas geben, du bist sehr weit hinter uns. Gib voll, ne? Gas. Mach ich das auch. So, ich glaube, das nächste, was was du machen solltest, Jonas, ist, dass du Max den Autopiloten erklärst. Ja, das ist gut, wenn ich selber nicht mal verstanden habe. Also sag mal so, du weißt, was an ist. Max, hast du Autopiloten bei dir an? Ja, ich gebe aber gerade mal ein bisschen Ranking. So ist das Flugzeug langsam. So langsam? Also kommt der Big Mama nicht hinterher? Ja, was heißt hier Big Mama? Wenn du einmal Schwung hast, Junge, bis du gebremst hast, das ist wie so bei so einem Kreuzfahrtschiff. Du brauchst auch deine 3000 Schlepper, die Gegend drücken. Ja, ist so. Ist. Obwohl, es ist alles annehmbar. Bis auf die Landung. Die wird nachher sehr haarig mit dem Ding. Das sage ich euch. Das wird so böse. Sollen wir vor dir landen? Das könntet ihr machen, aber ich könnte euch dann auch wegfegen. Das wisst ihr. Ich glaube, wir drehen lieber unsere Kreise wie Krähen oben drüber. Ja, mach doch mal, der eskortiert mich mal zum Flughafen, ist ganz lustig. Erstmal so. Muss ich aufholen, ich bin jetzt 18,8 Newtonmeter hinter dir, nautische Meilen hinter dir. Newtonmeter? Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben und werde auf 320 erhöhen. Ja, mein Ding kommt nicht über 310 hinaus. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Ja. Nitro, warte, stopp, Nitro-Schalter muss da hier auch irgendwo vorhanden sein. Wir können mal gucken, was ist hier unten. So blaue Flammenschlangen aus den Triebwerken, da weiß ich, was los ist. Da wäre jetzt ein schnelles Flugzeug gut. Ja, ihr wolltet den Learjet, ihr wohl habt gesagt, das wäre so schnell. Jonas wollte den, genau. Was ist APU? APU, ist das nicht das Slash-System? Soll ich mal anmachen? Ja, und da gibt's einen Schalter für. APU, wann das? Der Rest steht Fire Push Brandschutzsystem. APU Brandschutz. Nein, das ist nix. Das bremst dich. Ich hol langsam. Brandschutzsystem für Triebwerk 1. Ja. Ich hol auf. Triebwerk 1. Sind Schalter 1. Gibt's zwar, aber ich hol auf. Was ich gerade sehe, ist das links neben dem Autopiloten in echt wahrscheinlich noch dieses das, was ich ja weiß. Das ist wirklich doch schon ziemlich praktisch, vor allem nachher für die Landung. Oh. Ja, was ist jetzt gerade passiert? Irgendwas, ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und irgendwie ist ganz kurz Schatz ausgegangen und wieder angegangen. Ich habe nur auf Kniebrett ein Ausblenden gedrückt. Ja, das ist nicht so schön. Der Kniebrett ist für mich die Dinger, die in der Nähe vom Knie sind. Ja, das ist mehr oder weniger die Anleitung für dein Flugzeug. Die lese ich mir aber nicht durch. Ja, das wäre jetzt sowieso zu spät. Naja, aber da sind so die, wofür die Piloten das Kniebrett immer brauchen, das ist eigentlich für die ganzen Geschwindigkeiten. Deck vom Start. Notfallplan, wenn das Flugzeug brennt. So, Handbuch seit 2700. Genau. Nein! Oh,
bitte schlagen Sie zurück auf Seite sonst was, wenn das und das ist, und wieder zurückblättern und wieder hin und her. Bringt doch nichts, oder? Ich habe in der letzten Aufnahme ja von diesem Film geredet, den ich geguckt habe, ne? Flight. Ja. Das ist ganz lustig. Ist zwar jetzt nichts für unbedingt für für FSX Begeisterte, da man nicht besonders viel technischen sieht, sondern eher so ein, ja, es ist ein Drama. Es ist wirklich What drama, please? Eine traurige Geschichte, die da erzählt wird. Auch ein, Happy End, das kann man so interpretieren, wie man das will. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen für die Leute, die das noch anschauen. Es geht auf jeden Fall um Flugzeugabsturz und um die Vorgänge, die sich dabei abgespielt haben. Moritz, jetzt ein bisschen dein Gas drosseln, damit wir doch einen Hauch einer Chance haben aufzuholen. Nee. Du kannst doch schon mal den Landeanflug einleiten. Ja, jetzt schon, ha, denkst du. Im Steigen, Landeanflug. Das denkst aber auch. Lohnt sich das überhaupt auf 30.000 Fuß hochzugehen? Ja. Also warte mal, ich guck mal gerade aufs GPS. Das ist eine gute Idee. Weil so nach meinen mathematischen Berechnungen haben wir ein Drittel der Strecke hinter uns. Ja, ich sag mal so, man könnte. Ups, nicht so gut. Man könnte ja mal auf der Höhe bleiben, auf der wir uns jetzt befinden. Das wäre dann 2100. 2200. Also ich bin gerade bei 2770. Wir sind bei 2100. 2005. 21.660. 80. 2100. Ja, ich weiß. Ich gehe mal auf 25. Ah, ich denke, ihr kommt da noch hinterher, das ist kein Problem. So langsam wie ich nachher werden muss, ja. Zwangsläufig werde ich unter 10.000 Fuß natürlich nur mit 250 Knoten fliegen. Und im Landeanflug dann auch so um die 180. Muss mal mit meinem Chef reden hier, die Spritmischung stimmt. Ich komme nicht über 310 raus. Landeklappen da drin? Warte. Nö, ist alles, passt schon. Max, wie schnell fliegst du? Du hast aber deine Geschwindigkeitskontrolle auch auf 330 oder so. Ja, der kommt da nicht rüber. Ich mach da immer mit dem Gas und so, ne? Also, ne, das geht nicht, ne? Der Autopilot, das müssen wir ja überschreiben damit, ne? Ja. Nee, Autopilot, der... Ja, jetzt gibt das Ding auch Gas. Jetzt bin ich auf 311, 312. Ja, endlich. Da merkst du was. Ja, sorry Leute, ich bin so lange nicht mehr geflogen. Das ist wieder ein bisschen Eingewöhnung hier. Ja, du musst erst mal F6 machen. Mal gucken, wie dicht der Max aufgefahren ist. Auch auffahren. Ich muss jetzt mich auch mal gerade umschauen, was ihr hinten so treibt. Ja, 22.000. Nautische Meilen, nein. 22 nautische Meilen entfernt, aber ich habe jetzt mal beschleunigt auf stolze 426 Knoten, wenn das überhaupt machbar ist. Nein, das Ding fliegt mit 72. Ich sehe Max gar nicht mehr, wo bist du denn? Der ist 10 nautische Meilen hinter mir. Ach, alles noch, ich glaube, ihr solltet langsam mal ein bisschen aufholen. Ja, du bist ja witzig. Vollgas. Er gibt Vollgas und ich... Mir lässt das Ding nicht geben. Das Ding ich ja. Als. Max, in welcher Höhe? 372. Ich glaube 2500 Fuß. Ja, ich bin noch drunter. 2000. Sind es nur noch 9,8 nautische irgendwas? Ja. Nautische Meter. Das ist aber große nautische Meter. Ich glaube, auf 10.000 kannst du ran. Also auf 10.000, das ist nur 10.000. Auf 10 nautische Meilen kannst du gerne rankommen. Trau dich, ich fress dich nicht auf. Ich probier's zumindest. Ja, ich probier's überhaupt mal ranzukommen. Mir fällt gerade auf, ich habe hier Dreck auf meinem Bildschirm. Ich denke, was ist das für ein komischer Stern, der sich mitbewegt. Warte mal eben, hier muss man eben einmal. Es bewegt sich. Es lebt! Der Staub mutiert. Das ist der Staubsauger. Jetzt ist es nur 9.